Hier sehen wir nun ein Beispiel für den Einsatz von Task Cards in der Oberstufe, Q1, 12. Klasse, Englisch. World in Transit ist das Thema, die beiden Short Stories Loose Change und She Shall Not Be Moved sind bekannt, zumindest bei unseren Schülerinnen und Schülern. Und auf der linken Seite, ganz am Rand, kommt die erste Spalte Tasks, die dann auch die Aufgabe enthielt und die Schülerinnen und Schüler haben sie bewertet oder eine Rückmeldung in Form eines Kommentars gegeben und ebenso auch per Sternchen. Das waren nicht sehr viele, aber immerhin nicht viele Sternchen und auch nicht viele Rückmeldungen. Trotzdem können wir hier direktes Feedback bekommen. In der zweiten Spalte, die mit Loose Change Audiobook überschrieben wurde, es ist schon zu ahnen, was kommt, haben sich 5 Gruppen mit dieser Short Story befasst. Jede Gruppe mit einem kleinen Abschnitt dieser Short Story. Was genau passierte, sehen wir gleich. Und die zweite Short Story, She Shall Not Be Moved, ebenfalls Audiobook, hat eine lilane Überschrift und blaue Gruppen. Hier können wir nochmal kurz sortieren. Da waren es eben die Gruppen 6, 7, 8, 9 und 10. Auch die haben einen kleinen Teil dieser Short Story bearbeitet. Das schauen wir uns jetzt mal genauer an, nochmal bei der ersten Short Story Loose Change. Hier in Gruppe 1 sehen wir, dass eine Kurzzusammenfassung, also eine Summary geschrieben wurde, nur von dem ersten Teil dieser Short Story. Und wir sehen hier Part 1 Wave und Part 1B Wave. Das bedeutet, hier gab es 2 kleine Abschnitte. Die Schülerinnen und Schüler haben sich aufgeteilt. Jede Person hat einen kleinen Teil vorgelesen, aufgezeichnet und dann hier an dieser Stelle hochgeladen. Also bietet Taskcards auch die Möglichkeit, Audiodateien zu hinterlegen. Das gleiche sehen wir jetzt hier auch nochmal bei Gruppe 2. Erst die Kurzzusammenfassung in Stichworten, dann eben die beiden Audiodateien, weil es eben immer 2 Personen waren, die diesen Teil eingesprochen haben. Und das geht so weiter mit Gruppe 3, hier eine etwas längere Zusammenfassung und Gruppe 4. Da ist es nur eine Person gewesen, Gruppe 5 ebenfalls. Und am Ende sehen wir Full Audiobook Uncut. Also einfach nur, das ist dann die Aufgabe der Lehrkraft gewesen, in diesem Fall meine, die entsprechenden Gruppen zusammenzufügen zu einem vollständigen Hörbuch. Unten drunter sehen wir gleich noch weitere Aufgaben, die dann zu dieser Short Story bearbeitet wurden und die entsprechenden Arbeitsergebnisse. Somit wird die Taskcards zum Beispiel beim Alternative Ending hier, bei dem alternativen Ende der ganzen Geschichte, zu einer richtigen Sammlung zu allen Arbeitsergebnissen und Aufgaben, die hier mit den beiden Short Stories bearbeitet wurde. Jetzt schauen wir in Gruppe 6, da sieht es ganz genauso aus. Hier gibt es auch entsprechend die Kurzzusammenfassung, hier sehr deutlich in weiß und schwarz zu sehen, dass es eben 2 verschiedene Schüler waren, die hier gearbeitet haben. Und so setzt sich das in den anderen Spalten fort. Hier sehen wir auch Kommentare, very good pronunciation and nice reading, pace war das, glaube ich, so schnell konnte ich gar nicht gucken. The audiobook was bad, but the answer to number 13 was great, thumbs up. Ja, so, das ist hervorragend, dass hier eben entsprechende Rückmeldungen anonym gegeben werden können. Und wenn man diese Art und Weise noch ein bisschen trainiert, dann können die Rückmeldungen sehr, sehr wertvoll sein für die Schülerinnen und Schüler, sehr motivierend sein und auch konstruktiv sein, um hier den ganzen Prozess zu verbessern. Abgesehen davon ist es natürlich auch möglich, als Lehrkraft exklusiv diese Rückmeldung zu geben und die entsprechenden Rechte zu entziehen, um eben nur als Lehrkraft hier weiterarbeiten zu können mit den Rückmeldungen. Aber wir gucken noch ein Stückchen weiter. Jetzt gibt es noch eine weitere Spalte, Short Story Analysis, die sich noch angeschlossen hat. Denn hier habe ich noch weitere Aufgaben hinzugefügt, die entsprechend im Unterricht bearbeitet wurden. Und so, wie gesagt, ist das hier eine schöne Sammlung geworden von allen Dingen, die zu dieser Oberkategorie World in Transit gehören.